Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Ja, ich habe mich jetzt hier schon ein bisschen verschanzt, die Umgebung ein klein wenig präpariert. Ja, und jetzt versuchen wir einfach mal, ob wir hier rauskommen. Ich habe nämlich auch versucht, einen Gangangriff auszulösen, aber ich glaube nicht, dass die gegen das FBI auch nur den Hauch einer Chance haben. Zumindest haben sie für ein bisschen Unruhe gesorgt. Halt! Schnell! Nehmt diesen... Nein! Eine feindliche Person in Ihrem Bereich gemeldet. Wieso denn? Wo bin ich denn eigentlich herkommen? Hilfe! Ah! Jetzt finde ich den Weg zurück nicht mehr. Sind die etwa vom Gangangriff da? Das wäre super. Oh mein Gott, wie schalte ich das ab? Scheiß abgefahren. Was zur Hölle? Sind sie da? Sind sie da? Ausschwärmen! Schwärmt aus! Wow. Geh in die andere Ecke! Identifizieren Sie sich! Nein! Hab ihn erwischt! Oh, mach hin! Komm schon! Wie geht's denn da rein? Da. Hier. Der kommt nicht weit. Noch mehr über uns. Unglaublich, Mann. Profile, Fingerabdrücke. Sitara hat einen Schulverweis, weil sie dem T-Rex was in den Kaffee getan hat. Mann, wo zur Hölle ist er hin? Wie soll ich denn hier jemals wieder rauskommen? Mann, da kommt noch jede Menge Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Branch, die sind an mir dran. Oh, weg da, hau ab! Wir haben die Position nicht. Ich habe eine Frequenz. Los! Ja, sehr witzig. Schwärmt aus! Wohin denn? Wir finden dich, sicher. Wollt ihr planen? Weg zu den
Ja, da, wo die alle hingerannt sind, muss ich auch hin. Oh nein. Nein! Weg! Weg! Renn! Oh! Lauf, lauf, lauf! Lauf! Schneller, schneller! Oh, Fahrstuhl, schnell, schnell! Ja, ja, komm schon, komm schon! Pass bloß auf, Marcus! Ich empfange eine Menge Bewegung! Das FBI wird dich erwarten! Ja! Hundertprozentig! Dann mal los! Finde ihn! Oh Gott. Hände hoch, FBI. Oh nein. Ich glaube kaum, dass sie mich hier finden, oder doch? Notruf. Was ist passiert? Hier schießt jemand. Schicken Sie lieber jemanden her. Na komm schon. Komm, komm. Die Polizei ist unterwegs. Was hast du, Homie? Puh. Was? Haltet mich da raus. Bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf dem Dellums ist unser erster Punkt. Okay. Ich habe noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehme die eine, du die andere. Ich markiere sie auf der Karte. Und ich muss hin. Natürlich. Und wo genau ist es? Hier. Antenne erreichen. Alles klar. Kann man sich da wahrscheinlich nirgends hinporten, oder? Oh doch. Das geht klar. Irgendwas zum Fahren. Scheiße. Hoffentlich nicht wieder. Hey! Die Hafenbehörde hat wieder ein nicht gemeldetes Schiff in internationale Gewässer zurückgejagt. Bisher ist nicht bekannt, woher das Schiff ursprünglich kam. Das Eindringen illegaler Schiffe in US-Gewässer nimmt weiter zu. Es wird spekuliert, dass es um Industriespionage bei den Technologieunternehmen im Silicon Valley geht. Okay, bin da. Was war das denn jetzt? Hey, Wrench. Ich hab hier gleich den dritten Punkt. Los, beeil dich, Mann. Wie ist es mit der Kellnerin gelaufen? Gehen auf ein Konzert nächsten Donnerstag. Cool. Ja, die scheint echt in Ordnung zu sein. Nicht wie... Sofort stehen bleiben. Ich mach überhaupt nichts. Auf den Boden. Jetzt. Ich gehe mit der Katze Gassi. Wrench? Wrench! Shit! Oh, verflixt. Sitara, Wrench ist weg! Das FBI hat ihn! Hab ich gehört? Scheiße. Gib mir seine letzte Position. Hat keinen Sinn. Sie bringen ihn in das Versteck. Du musst die Triangulation beenden, um herauszufinden, wo er ist. Beeilung! Ja, Beeilung ist gut.
komm schon, ich muss das schaffen. Ach gut. Die Frage ist, wo muss das überhaupt hin? Ah, okay. Halt. Okay, jetzt kann man es wieder umleiten. Nein, komm nicht. Jetzt fährt sie wieder von oben. Na, irgendwo passt es noch nicht. Hier. Hier? Nee, das war schon. Das war unten richtig so. Wo geht denn das da unten hin? Jetzt. Sendeempfänger platziert. Triangulation läuft. Es ist die alte 16th Street Station. Mal sehen, was da läuft. Hack dich in die Sicherheitskameras. Ich hack mich rein. Ist das so ein Roy Orbison-Ding oder was? Seine Maske. Also, mein Dad hat gesagt, Roy hat die Brille getragen, um sein Lampenfieber zu überwinden. Okay. Ich stelle eine Frage. Ist die Antwort ja? Dann gehen Sie als freier Mann mit der Maske. Wer zum Teufel ist Roy Orbison? Ist die Antwort nein, dann bleibt die Maske weg. Sie gehen in den Knast und bleiben genau der, den Sie im Spiegel nicht sehen wollen. So sieht's aus. Sie sind Mitglied von DedSec. Fakt. Sie legen sich mit dem Staat an. Fakt. Sie werden als Staatsproblem behandelt. Fakt. All diese Punkte zusammen eröffnen mir eine Reihe von Optionen. Sie sind ein feindlicher Kämpfer. Das heißt terrorhaft. Guantanamo eventuell. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, Sie helfen mir mit DedSec. Bringen mir Ihre Zero Days und Infos über die gesamte Gang. Sie bringen mich rein. Okay, sehen Sie. Im Moment bin ich für Sie der Gott. Geben Sie mir was. Bringen Sie mich auf eine Spur. Namen, Adressen. Ich schwöre Ihnen, Sie wollen mich auf Ihrer Seite. Sie können nicht! Der schon wieder. Ich habe ihm gesagt, dass er seine Zeit verschwendet. Sie gefährden diese Untersuchung. Sie haben hier nichts zu sagen. Nichts! Dann nur zu.
Sagen Sie es dem Boss. Rufen Sie Chief Agent Monroe an, und zwar jetzt. Dummes Schwein. Was zur Hölle ist los mit Marcus? Ich meine, er ist doch nett, fehlgeleitet, aber was soll's? Er kann dich vor dem, was noch kommt, nicht mehr beschützen. Das FBI will ein Exempel an ihm statuieren. Ich meine, dafür sind sie ja da. Schade drum, aber du... Du kannst dich entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du einsteigst oder ob du überrollt wirst. Sie machen alles, was wir gegen diesen Kerl in der Hand haben, unzulässig. Entschuldigung. Weil es Agent Fuentes so schwer fällt, die Dinge langfristig zu betrachten. Du kannst jetzt gehen. Okay. Erzähl deinen Freunden von dem Deal. Wenn das FBI sie in Ruhe lassen soll, müssen sie nur zu mir kommen. Ja, zu mir! Ansonsten wird es ziemlich hässlich. Nein, 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 nein. Nope. Ich finde, es ist Zeit, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Wie was? Ein großer Junge. Und der Welt zu zeigen, was du wirklich bist. Ich lasse euch zwei Turteltäubchen dann mal allein. Bringen Sie ihn raus. Ordentlich. Oh, das sieht nicht gut aus. Der weiß mir ein bisschen zu viel. Oh, verdammt, ihr Drecksschweine! Ich hol mir diese Maske zurück! Wrench? Ich bin hier. Ich hol dir deine Maske zurück. Du hast das gesehen? Niemand behandelt dich so. Nein, Marcus, Mann. Du hast jetzt echt wichtigere Sachen zu tun. Scheiß drauf! Ich pass auf dich auf! Okay, ja, dann würde ich sagen, ich komme für diese Folge zum Ende. Spannend, spannend. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit, lasst euch nicht hacken und ich sage tschüss.